Ja, hallo Leute, hier ist Wolf Games und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ja, ich war auf der Gamescom und das war jetzt letzten Samstag. Dort gab es ein Poketuber-Fan-Treffen, dort waren ein paar Poketuber und natürlich deren Fans. Und dort wurde dann ein Turnier organisiert. Wie wir hier sehen, wir haben 3 gegen 3 und ja, das war das Ganze. Du hast ein Team von 6 Pokémon, die müssen, oder müssen nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Item Claws folgen müssen oder so. Aber mein Team folgt der Item Claws, also habe ich nicht das Problem. Und dann muss man einfach gucken, man kämpft gegeneinander, das ist alles best of one. Man kämpft halt einmal und wenn man halt einmal rausfliegt, dann einmal verloren hat, dann ist man auch draußen. Und dann geht's halt, bis halt irgendwer gewonnen hat. Ja. Und ich wollte einfach mal meine Kämpfe hier zeigen, weil ein paar Leute drängen mich dann doch ein bisschen, weil ich möchte danach auch noch ein Video hochladen und naja, mal sehen, was dann draus geworden ist. Das Team, was ich verwende, ist ein normales OU-Team, was halt ziemlich cool daran ist, dass es einen Toxicroak hat. Ich werde mal kurz die Team-Pokémon vorlesen. Es ist ein Toxicroak dabei. Das ist offensiv mit Lebenorb, Schwertanz, Ableitieb, Gangshot und Tiefschlag. Defensives Lando, Landorus Team mit Rocky Helmet, dann EQ, Stolen, U-Turn und Rocks. Assault with Tornadus T mit Hurricane, Knockoff, ich glaube Superpower und U-Turn, das dürfte. Ne, Heatwave, ich weiß nicht, ob irgendwie. Irgendwo fehlt, aber wir werden das noch sehen. Rotom Wash mit Volt Switch, Will-O-Wisp, Hydro Pump und. Pain Split ist natürlich immer ein gutes Mon. Dann Mega Dancy, was halt ziemlich cool ist, weil das kann ziemlich, ziemlich gefährlich werden, wenn der Gegner da keine gute Antwort hat. Dann mit Protect, Moonblast, Diamond Storm und HP Fire. Hier muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil, ja, für das Team passt die HP Fire, aber in so einem 3 gegen 3 Format ist die Earth Power auf jeden Fall besser, deswegen hier habe ich mich ein bisschen geärgert. Das ist natürlich kein Team, was jetzt wirklich auf 3 gegen 3 vorbereitet ist. Es ist eigentlich nur dafür ausgelegt, im OU zu kämpfen, aber na gut, ich habe es trotzdem benutzt, denn ich habe, kein anderes Team gehabt. Und dann das letzte Mon ist Varsha Jirachi mit, Ironhead, ich habe normalerweise, wie heißt es, Hardstamp gehabt. Nur die Sache ist, das Problem war hier, dass ich ihn nicht Hardstamp gen konnte, weil ich habe das Event nicht gefunden, deswegen hattest du seinen Headbutt, U-Turn und Healing Wish. Übrigens, das Tornadus habe ich jetzt das Set rausgefunden, es hat nicht Superpower, es hat Hurricane, Heatwave, Knockoff und U-Turn. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns den ersten Kampf an. Wir kämpfen gegen Jonas, sein Team. Ich hoffe mal, dass ich das einblenden werde, wenn ich nicht faul bin. Zur Not, ich lese mir das mal vor. Er hat den X-Butt, ein Relaxo, ein Victini, ein Slowbro, ein Lamus, ein Beedrill, was vermutlich Mega Beedrill ist, oder ein Tauboss, was vermutlich Mega Tauboss ist. Hier habe ich mir auf jeden Fall gesehen, dass Rotom auf jeden Fall ziemlich gut gegen 5 seiner Monster ist, deswegen war es auf jeden Fall dabei, deswegen lead ich auch damit. Ich muss auf jeden Fall was gegen Relaxo haben und ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel Mega Dianzi ziemlich gut gegen ist, weil das checkt auch nochmal ein bisschen wie Teeny, Crobat und vor allem sein Mega Tauboss, was halt ziemlich nice ist. Ich mache auch Damage gegen alle seine Monster ein bisschen. Nur Relaxo ist halt immer noch ein Problem. Ich könnte jetzt Toxic Quark einbauen, nur das fand ich jetzt nicht so gut, weil jetzt, wenn ich in den Scroll von einem Slowbro so reinkomme, dann kann er mich immer noch mit Psyshock ausknocken und alles kann mich eigentlich killen, deswegen fand ich das so, nicht so geil. Ich habe mich für Jirachi entschieden, weil ich bin eigentlich schneller als sein ganzes Team mit dem Varsha, bis auf, wenn ich jetzt mit Scarf Victini konkurriere und kann mit Ironhead auf jeden Fall mal ein bisschen flinchen. Ich meine, Slowbro kriege ich mit Rotom vermutlich irgendwie down und ja. Deswegen habe ich mich für die, die drei Mods entschieden, Rotom dann als Lead und er hat sich für diese Mods entschieden, Crobat, Victini und Mega Pidgeot und ich denke mal, wir schauen einfach mal, wie der erste Kampf gelaufen ist. Ich werde einfach mal alle Kämpfe zeigen, soweit wie ich gekommen bin. Werden wir mal sehen, was dann gelaufen ist. Er liegt auf jeden Fall mit seiner Pampelmuse, mit seinem X-Button. Da bin ich natürlich mit Rotom perfekt drin. Ich kann es entweder burn oder ich kann einen Voltwechsel einsetzen. Er drückt auf jeden Fall Rückenwind. Die Sache ist, er hat keinen so guten Voltwechsel. Zwischen er hat keinen Ground-Type und so weiter. Das heißt, ich kann einfach mal Voltwechsel einsetzen und mal sehen, was er machen möchte. Und ja, Rückenwind war nicht so toll, aber ich habe Mega Dianzi, das heißt, er kann mit dem Ding an sich nicht viel gegen mich erstmal machen. Also gehe ich auch in Dianzi, Mega mich einfach mal, drückt den Diamond Storm, oder entweder das oder ich drücke Protect, ich glaube, ich sollte. Es kommt jetzt darauf an, was ich predikte, weil entweder wenn ich seinen Wechsel predikte, dann ist Diamond Storm der Play, wenn ich halt denke, dass er drin bleibt, dann ist Protect der Play. Einfach um den Tailwind auszustallen, da werden wir jetzt gleich rausfinden, was ich gemacht habe. Und ich habe mich für. Ja, ich habe mich für Schutzschild entschieden, weil ich mir gedacht habe, er wird vermutlich drin. Ja, stimmt, genau. Ich habe mir gedacht, dass er vermutlich die Catwind drücken wird. Aber nee. Und er drückt Toxin. Und das hat mir gefallen. Weil ich habe mir so gedacht, oh, er weiß vermutlich nicht, was die Fähigkeit von Mega Dianzi ist. Und jetzt kann ich dann den Diamond Storm einsetzen. Und ihr seht ja auch, okay, er hat den. Mega Dianzi hat den Magiespiegel.
Ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht wusste, aber gut. Jetzt kann ich Diamantsturm einsetzen. Habe schon zwei Runden von Rückenwind gestored und kann auf jeden Fall auf dem nächsten Mal, was reinkommt, nochmal das Schutzschild einsetzen. Außer es ist Slowbro, dann muss ich das, glaube ich, angreifen, weil ich möchte nicht, dass es einen Gedankengut-Boost bekommt. Aber sonst ist es doch eigentlich ziemlich nice. Ulti in Tanzvogel rein und naja, Mega Pitcher ist keine gute Antwort. Ich kann jetzt erstmal natürlich protecten und dann ihn mit dem Dime Storm eigentlich ausnocken. Also da sehe ich eigentlich kein großes Problem. Er ist natürlich mit Tailwind auf jeden Fall schneller. Ihr könnt sich jetzt auch eigentlich Setup mit einem Workup, das wäre natürlich ein guter Play. So Workup HBC wäre natürlich jetzt richtig, richtig gut, aber dann hätte ich immer noch Rotom mit in der Hand. Und er setzt auch Arcan ein und jetzt ist ja halt die Sache, er kann mich verwirren, dass wir jetzt tatsächlich sein Play. Aber mal sehen, was passiert, wenn ich setze einfach Diamond Storm ein und schauen wir mal. Und er macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Aber er verwirrt mich nicht. Diamond Storm kann ich missen, denn er hat hier die Fähigkeit No Guard. Und ja, damit würde ich sagen, Mega Pidgeot, lebst du das? Nein. Und damit geht Mega Pidgeot tatsächlich down. Auf Wiedersehen. Und ja, jetzt hat er noch ein Pokémon. Wir haben ja schon in der Team-Preview gesehen, was das war. Das wusste ich übrigens nicht. Ich wusste nur, dass er die 6 Pokémon hat, nicht genau, was er mitgenommen hat. Und der Victini. Und ich habe halt keinen Grund, mit Diancie noch drin zu bleiben. Mit Diancie halt noch auszuwechseln. Das zu preserven. Deswegen drückt man Diamond Storm. Und das knockt auch das Victini aus. Und das wäre dann Kampf 1. Wenn er halt Scarf gewesen wäre, hätte er halt V-Create gedrückt. Dann hätte ich halt das geopfert. Dann hätte ich vielleicht noch. Ja, ich hatte noch zwei andere Monster. Dann hätte ich vielleicht noch Jirachi einfach geopfert oder so. Iron Head gedrückt. Und dann wäre auf minus 2 und hätte ich Rotom reingeholt und ihn mit einer Hüdepumpe abgeschossen. Gut, das wäre dann der erste Kampf. Kommen wir dann zum zweiten Kampf. Das ist gegen Abusoru. Er hat ein anderes Team. Er hat ein Mega Absol vermutlich und ein normales Absol. Ein Farbigel, ein Donphan, ein Keldeo, ein Rotom Wash und ein Volcarona. Und hier hätte ich direkt erstmal Angst vor einem Farbigel-Lied, dass er irgendwie irgendwas einschläfern möchte oder so. Das wäre auf jeden Fall doof, deswegen habe ich mich direkt eigentlich schon dafür entschieden, mit Mega Diancie zu leaden. Einfach Protect, dann kann er mir nichts anhaben. Mega Diancie ist auch nochmal ziemlich gut, weil es ist ein guter Check gegen Mega Absol. Ich bin, wenn ich in der Mega-Entwicklung schnell bin, als Keldeo. Und ich kann das Volcarona abschießen, was auf jeden Fall auch ziemlich nice ist. Besonders wegen Volcarona habe ich mich auch nochmal für Tornadus T entschieden, weil dann habe ich da noch was. Ich bin generell schneller als ein ganzes Team, kann Knockoffen, kann viel Damage auf seinem Team machen und das ist auf jeden Fall ziemlich gut, auch gegen Donphan zum Beispiel. Und dann habe ich noch Rotom. Die Sache ist, hätte Rotom eigentlich mitnehmen sollen, weil mein Team hat nicht viel gegen Rotom. Meine Taktik ist eigentlich immer, das Ding zu burnen und ihn zu Knockoffen, dann irgendwie down zu chippen. Ja, ich weiß, keine gute Taktik, aber das Team kann echt nicht besser gegen Rotom angehen. Das Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist, wenn du Toxicroak dabei hast und dann Gangshot drückst, aber dann ist halt dein Toxicroak geburnt, dann kann er Pain splitten, das ist dann auch nicht so gut. Also, ja, das war auf jeden Fall meine Taktik, mir deren Ziellied war klar und das ist dann, denke ich mal, der Kampf dann gegen ihn. Also schauen wir mal, was draus geworden ist. Ich bin auf jeden Fall mit Mega Diancie geleadet, habe natürlich Mega Protected, weil das auf jeden Fall mein bester Play war. Und vielleicht vergisst der Gegner hier auch schon wieder den Magiespiegel, das wäre natürlich wunderbar. Also schauen wir einfach mal nach, er leadet mit Picasso, ich leade mit Diancie. Ich habe leider keinen Spitznamen, was irgendwie schade ist. Aber gut, wir leaden einfach mal. Mega Diancie kommt raus und mal sehen, was so passieren wird. Er ist natürlich direkt. Ich habe gar nicht protected. Weil warum soll ich protecten? Er kann mir nämlich nichts machen und ich kann auf jeden Fall angreifen. Genau. Weil die Sache wäre auch, wenn er jetzt schneller gewesen wäre und ich nachher ihn angegriffen hätte, also wenn ich schneller gewesen wäre und er zum Beispiel sowas wie Endeavor hätte ihn angegriffen hätte, dann wäre ich auf einem KP gewesen. Und warum? Deswegen greife ich ihn einfach jetzt direkt an, weil er kann mir, wie gesagt, nichts anstellen. Er hat sich sogar selber eingeschläfert, weil er den Magiespiegel vergessen hat. Und jetzt kann er nicht Endeavorn mit dem Fokus-Hash oder so, weil jetzt bin ich schneller. Und jetzt drücke ich dann nochmal die Mondgewalt, weil ich muss nichts riskieren. Er versucht jetzt, glaube ich, nochmal Protect, keine Ahnung, was er versucht hat. Oder vielleicht hat er einen Prioritäts-Move, so Patronen oder so, aber bis jetzt, wenn, dann macht das nicht so viel. Also Patronen, stelle ich mir nicht vor, keine Ahnung, was er da hat. Vielleicht siehst du das ja und dann kannst du es in den Kommentar schreiben, aber gut. Wir sehen noch, er hat Ramut dabei. Und Ramut ist jetzt nicht der beste Check. Wenn er jetzt Scarf Gigasaur wäre, wär das gut oder, ja, Sash oder so, schauen wir mal nach. Aber Diamantsturm sollte normalerweise das Ramut sonst ausnocken. Und das tut es auch. Und damit ist Ramut weg. Und ja, was ist sein letztes Mon? Kann es noch irgendwas gegen Mega Diancie machen? Da müssen wir echt mal nachsehen. Und sein letztes Mon ist sein Death Scythe. Und das ist sein Absol. Und ja, Absol kann auch nicht so viel gegen Mega Diancie machen. Wenn er Protect und Iron Tail hätte, dann vielleicht noch. Aber sonst, ja, sehe ich die Situation nicht so gut für ihn. Schauen wir nochmal nach. Kann er noch irgendwas machen? Er hat sich auf jeden Fall mega entwickelt und nö, er ist langsamer, Mondgewalt kommt und damit wäre der zweite Kampf für mich entschieden. Ja, damit GG Abusoru und ja, damit wäre dann der zweite Kampf gewonnen. Das ist doch dann ziemlich nett. Er hätte vermutlich Rotom auf jeden Fall mitnehmen sollen. Rotom wäre auf jeden Fall ziemlich nervig gewesen, besonders wenn er damit geleadet hätte, also das halt anstelle von Farbigel. Hätte halt Hydro direkt drücken können, ich hätte nicht drin bleiben können, wäre halt mein Rotom vermutlich hätte versucht, das zu burnen.
Er hätte dann vermutlich irgendwann in seine Krone gehen können, Quiver Dance, und dann hätte er vermutlich damit irgendwie gewinnen können. Aber das ist nicht so passiert und damit hat er dann auch verloren. Gut, kommen wir weiter gegen Flash. Flash hat ein Team, was aus Sylveon, was natürlich gefährlich werden könnte, weil mein Seed-Tap ist halt Jirachi. Besonders wenn Specs ist, dann kann er sehr viel Damage sehr schnell machen. Dann Jolteon, Metagross, was vermutlich mega Metagross ist, Keldeo, Talonflame und sein Rotom Moe. Gut, hier muss ich sagen, ich hatte sehr, sehr viel Angst vor seinem Rotom, weil wenn er Scarf ist, dann kann er halt meinem Team sehr viel Schaden machen und ich kann nichts dagegen machen. Mein Rotom checkt ihn leider auch nicht, weil der drückt halt Leaf Storm und ja, das war's dann. Ich kann vielleicht Jirachi irgendwann einwechseln, aber ja, so viel kann ich dagegen nicht machen. Dann Mega Metagross ist auch so ein Problem, da habe ich nicht viel dagegen. Mein Mega Diancie ist leider HP Fire, das heißt, das ist auch kein Speed Time. Wenn er Bullet Punch hat, ist es eh egal. Ich könnte vielleicht Lando nehmen, aber der für mich auch noch einen Ice Punch und dann ist es eh egal. Deswegen muss ich da eigentlich Rotom gegen mitnehmen. Ja, und Rotom ist natürlich auch nochmal ziemlich gut gegen sein Talonflame und vielleicht auch gegen sein Keldeo. Mega Diancie ist auch noch ziemlich nice, weil ich kann einen Hit von Jolteon tanken, vielleicht auch gegen Rotom immer scouten, aber wenn er dann Lead kann, einfach Wurzel drücken, was auch doof ist. Aber Mega Diancie ist auch gar nicht mehr so schlecht, weil es nochmal Keldeo checkt und auch das Talonflame. Vielleicht forst es auch irgendwann das Metagross reinzukommen, dann frisst es auf jeden Fall schon mal Damage, was nice ist. Und dann habe ich mich noch für Jirachi entschieden, weil ich wollte auf jeden Fall ein bisschen Speed haben im Kampf, damit ich vielleicht noch mit Flinches auf jeden Fall was gewinnen kann. Und ich brauchte auch noch ein Zwischen für Sylveon, also ist das Mon dabei gewesen. Ich hätte noch Tornadus mitnehmen können, aber die Sache ist, da er Jolteon und Rotom Moe hat, fand ich das jetzt nicht so gut. Lanoros habe ich schon gesagt, warum ich das nicht so gut fand, weil ja mich zerstört halt einfach das ganze Team. Bis halt vielleicht Talonflame und Mega Metagross, aber Mega Metagross könnte ja auch einen Ice Punch haben, dann wäre das eh egal gewesen und Toxicroak fand ich einfach nicht so gut. Ist zwar ein kleiner Rotom-Check, aber sonst, ja, ist vermutlich alles schneller, Sucker Punch macht nicht so viel, Talonflame killt mich einfach. Deswegen habe ich mich für dieses Team entschieden, ich habe mich für den Mega Diancie-Lead entschieden, falls er mit dem Scarfer leadet und da kann ich einfach mal scouten, was er machen möchte. Hat zwar kein geiles Switchen auf Rotom Moe, womit er auch sich entscheidet zu leaden, aber na gut, mal sehen, was passieren wird. Er möchte auf jeden Fall mit mir kämpfen. Hier werden wir jetzt natürlich klar gegen seinen Ziegesan, dass ich auf jeden Fall erstmal protecten möchte und erstmal schauen möchte, was möchte er machen. Und der Kampf, ja, wird auf jeden Fall ein bisschen spannender. Da kann man auf jeden Fall schon mal sehen, was draus werden wird. Auf jeden Fall, er wechselt aus. Das weiß ich jetzt nicht genau, warum. Er hätte einfach Leastum drücken können. Vielleicht hat er sich gedacht, dass ich vielleicht dann Tornadus wechsle. Aber Metagross auf jeden Fall ein guter Wechsel, weil ich kann jetzt nichts dagegen machen. Ich hätte jetzt natürlich Mega HP Fire drücken können oder so, aber ja, das wäre ein bisschen zu riskant gewesen, weil Mega Diancie brauche ich dann doch noch und ja. Jetzt muss ich mal gucken, was mein Switchen ist. Er könnte jetzt natürlich, wenn er den guten Play macht, in sein, aber er könnte jetzt den Headbutt drücken auf meinem Rotom und dann hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel KP verloren. Aber ich gehe trotzdem in Rotom, weil ich hoffe einfach, dass er den Steel Move drückt. Und mal sehen, wofür er sich entscheidet. Ist auf jeden Fall mega Metagross und deswegen ist er jetzt ein sehr, sehr großer Feld, weil Jirachi kann nicht viel dagegen machen. Kann vielleicht mit 1000 Flinches versuchen, das Ding da zu bekommen, aber na gut. Er setzt aber den Ice Beam ein und damit ist das Ganze, auf jeden Fall nicht so schlecht, als vermutlich das Landorus Tier Predicted, was auf jeden Fall auch ein guter Play war, aber ja, jetzt stehe ich hier mit Rotom und das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich weiß natürlich nicht, was er in der Hinterhand hat, deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall mal sehen, ob ich mich für die Will-O-Wisp oder für den Voltwechsel entscheide. Er kann natürlich seinen Rotom wechseln und ich entscheide mich hier auch für die Will-O-Wisp, einfach um jetzt Chip Damage auf seinem Switchen zu bekommen und die misst leider, wie wir hier sehen und das ist natürlich doof, weil Chip Damage auf Rotom wäre immer gut gewesen und jetzt habe ich ja halt keinen Switchen. Ich kann jetzt Voltwechsel drücken, aber ich kann das auch schlecht predicten, deswegen muss ich meinen Jirachi wechseln, weil ich habe einfach keinen Switchen, ich kann nichts riskieren, ich darf meine Monster nicht opfern, weil wenn ich zum Beispiel Rotom zacke, dann verliere ich einfach gegen das Mega Metagross, also wechseln Jirachi und ja, er prediktiert das mit einem Voltwechsel, guter Player auf seiner Seite, kriegt sogar einen Crit, aber das war ein guter Player, also hat er das vermutlich auch irgendwo verdient. Er wechselt jetzt in seinem Mega Metagross und jetzt hatte ich Angst vor der Verfolgung. Oh mein Gott, ihr wisst es gar nicht, ich habe mir so gedacht, oh nein, was ist los? Er wechselt aber jetzt hier aus. Denkt vermutlich, dass ich einen Feuerschlag habe oder so, möchte das scouten oder so. Oder vermutlich hat er einen Double in meinen Rotom Wash predicted. Aber ich drücke einfach die Kehrtwende, um zu sehen, was er machen möchte. Und na gut, jetzt bin ich in gar nicht mal so einer guten Situation, weil eigentlich möchte ich Jirachi gegen Sylveon draußen haben. Aber jetzt ist Sylveon halt gegen den Rest der Welt. Und das ist natürlich doof für mich. Aber na gut, das ist halt eben so. Ich gehe in Diancie, weil ich mir gedacht, vielleicht mit Diancie kann ich auf jeden Fall etwas Damage machen. Kann auf jeden Fall mal so einen Diamond Storm raushauen, um mal zu sehen, ob ist es physisch defensiv, ist es spezialdefensiv, was ist mit diesem Serena los. Ich drücke jetzt erstmal den Diamantsturm, erstmal zu gucken, wie es auf der physischen Seite bestellt ist. Ich konnte ja auch nicht kälten, das heißt, ich war mir auch nicht sicher, wie viel Schaden das macht. Er macht aber eigentlich soliden Schaden. Er kann die Schallwelle einsetzen und das macht natürlich enormen Schaden, weil das ist natürlich Pixelate geboostet. Auch wenn er nicht investiert ist, macht das natürlich, sehr, sehr viel Schaden.
Ich setze die Mondgewalt ein, weil ich habe mir gedacht, ihr wird vermutlich eh recovern und jetzt denken, dass ich nicht Rerari wechsle. Und ich habe auch keine große andere Wahl, aber ich setze die Schallwelle ein und damit ist mein Dianzi down, was natürlich schade ist. Aber wir haben schon sein Team gesehen und Dianzi kann auch nicht so viel gegen Mega Metagross und Rotom machen. Und ja, da war das auf jeden Fall eine gute Idee, das Ding einfach zu sacken. Mein Play ist jetzt natürlich in Jirachi zu gehen. Ich könnte jetzt U-Turn, also einen Wechsel bringen, aber das bringt mir auch nicht viel, wenn ein roter Mo wechselt oder so. Deswegen ist mein Play jetzt hier der Iron Head und meine Idee ist, ich muss auf jeden Fall das Rotom Mo anchippen, dann kann ich vielleicht mit Rotom gewinnen. Das ist halt so meine Idee. Ob das funktionieren wird, ist natürlich was anderes, aber er muss mich natürlich auch erlauben, das Rotom Mo zu chippen. Und mal sehen, was passieren wird. Ich drücke auf jeden Fall jetzt erstmal den Iron Head. Wäre natürlich geil gewesen, wenn ich das Rotom Mo geburnt hätte, aber er wechselt tatsächlich in seinen Rotom Mo und das ist natürlich gut für mich. Weil das Ding muss ich auf jeden Fall chippen und das mache ich jetzt auch hier mit einem schönen Eisenschädel, den das Rotom Mo jetzt auf jeden Fall auch abbekommt und ja, kriegt ein bisschen Damage und kriegt jetzt noch mehr Damage, denn ich muss ihn jetzt ein bisschen flinchen. Das ist leider schade, aber es ist halt eben so. Und er kriegt einmal den Flinch. Jetzt drücken wir nochmal Iron Head und kriegen wir vielleicht nochmal den Flinch. Das wäre natürlich klasse, dann wäre Rotom Mo richtig low und damit wäre auf jeden Fall das Ganze... Oh, er kommt aber durch und kriegt den Voltwechsel. Ja, das ist natürlich doof, weil wir kriegen sehr viel Schaden, leben aber noch und ja, das ist jetzt doof. Hier muss ich aber noch was sagen, ich habe mit meinem Gegner ein bisschen geredet und da habe ich gesagt, oh, ich, das ist aber doof, ich muss jetzt das Flinchen gehen. Warte mal, hast du eigentlich Bullet Punch, weil dann hast du eh gewonnen und dann hat er gesagt, ja, ja, ich habe Bullet Punch und dann habe ich gedacht, gut, dass es mir gesagt ist, ich gehe in Rotom nämlich jetzt auf den Patronenhieb, auf das Erdbeben. Never mind, er hat Erdbeben gedrückt. Er hat aber den Patronenhieb, das kann ich euch versprechen. Ja, und jetzt rück ich jetzt dann natürlich die Frage, weil wenn er in seinen Rotom Cut geht, hat er gewonnen. Und also wenn er in seinen Rotom Cut geht und ich nicht Voltwechsel drücke, hat er gewonnen. Weil er kann ja Verliefstum drücken, mein Jirachi stirbt und damit ist GG, weil ich komme nicht mehr an was anderem vorbei. Er entscheidet sich für Sylveon, ich drücke Voltwechsel. Das ist auch nicht schlecht für mich, weil ich kriege Chip Damage und ja. Das ist eigentlich auch okay. Ich wechsle jetzt wieder aus. Wäre jetzt ein Rotom Cut gegangen, hätte ich das geburnt, wie gesagt. Wäre einfach verloren gewesen. Ich gehe in Jirachi. Und ja. Drücken wir einfach Iron Head. Ich darf, wie gesagt, beide Mods nicht verlieren, weil Rotom brauche ich auf jeden Fall für Mega Metagross, weil Mega Metagross kann mich mit dem Bullet Punch einfach besiegen, also kann Jirachi besiegen, weil er hat die Priorität, macht zwar nicht so viel Schaden, aber ich kann ihn nicht flinchen und ich bräuchte viele Flinches, also das wäre verloren und Jirachi brauche ich halt einfach, um gegen den Rest zu gewinnen, so Rotom Mo halt. Und jetzt hat er halt Metagross drin und ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich gehe keine Flinch ein, ich gehe keinen Patronib ein, ich wechsle wieder direkt in Rotom aus. Er hat schon drei Moves gezeigt und es sieht nicht so gut aus. Und besonders wenn er Sternhieb hat und Patronhieb, dann kann er auch echt nichts gegen Rotom machen. Also war das ziemlich safe. Hätte daran können, aber hätte halt einen Iron fressen müssen, dann hätte er echt ein Problem gehabt. Jetzt kriegt er natürlich einen Angriffsmus und jetzt halt die Frage, drücke ich Will-O-Wisp oder drücke ich Voltwechsel? Was genau wird er machen? Und ja, er hat sich entschieden, jetzt zu wechseln. Und was habe ich gemacht? Habe ich jetzt Will-O-Wisp oder habe ich Voltwechsel gedrückt? Und das ist jetzt natürlich sehr spannend. Was habe ich jetzt genau gedrückt? Oh, jetzt ist natürlich ein kleines Mindgame gewesen wieder. Und ich habe mich für Voltwechsel entschieden. Ich habe mich richtig entschieden. Der Voltwechsel kam raus und damit habe ich wieder das Ziegesang getroffen. Und komme wieder in meine Jirachi. Und er hat nicht das Momentum. Ich habe das Momentum. Kann jetzt hier mit der Cat, wenn er sogar rausgehen, kriege ich wieder erneut Momentum. Wenn er das Ding opfert, habe ich natürlich einfach mit Rotom gewonnen. Und wenn er in Megatag rauswechselt, dann haben wir wieder eine 50-50, was vermutlich sogar die letzte 50-50 sein wird. Weil dann kann Rotom Mo durch eine Will-O-Wisp-Burn sterben. Also drücke ich jetzt hier natürlich die Kehrtwende, kriege sogar ein klein wenig Chip-Damage auf Mega Metagross raus. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert? Drücke ich Will-O-Wisp oder drücke ich Wall Switch? Was macht mein Gegner? Wechselt er einen Rotom aus oder greift er einfach an? Das ist natürlich die interessante Sache. Weil, naja, eigentlich ist Voltwechsel meistens mein Play gewesen. Weil, sehen wir das mal so, er macht mir nicht so viel Damage. Und, ja. Was macht mir eigentlich? Er boostet sich vielleicht hoch. Das ist das Einzige, wovor ich Angst haben muss. Aber hier habe ich mir gedacht, okay, er wird drin bleiben. Ich habe zweimal Voltwechsel gedrückt und das hat funktioniert. Und ich habe ihn geburnt und damit ist eigentlich GG, weil er kann mir keinen Schaden mehr machen. Ich kann es einfach im Voltwechsel spammen. Er kriegt immer Chip Damage und ja. Alles, wovor ich Angst habe, ist vorbei. Das ist doch gut. Ja, okay. Eigentlich hätte ich, glaube ich, direkt immer Voltwechsel spammen können. Will-O-Wisp war eigentlich unnötig, weil mit Voltwechsel hätte ich ihn einfach immer down bekommen, aber. Das ist einfach, weil ich Angst hatte vor dem hohen Angriff von Mega Metagross und wie wir gesehen haben, es hat sich ausgezahlt. Ich kann jetzt aber einen Voltwechsel drücken. Und er kann mir eigentlich keinen großen Schaden machen. Er kann keinen Pursuit mehr haben, weil er hat den Patronenhieb und ja. Damit ist das Ganze eigentlich G. Ich kann jetzt nochmal Catwinner setzen, dann wieder in meinen Rotom und dann wieder in meinen Jirachi und damit ist dann eigentlich GG. Hier sehen wir dann auch den Patronenhieb, er hat mich gelogen und ja. Das macht zwar etwas Damage, mit Crit hätte es noch mehr Damage gemacht, aber wir hätten das auf jeden Fall getaggt, deswegen Catwinner raus. Und dann Rotom Bolt wechseln und dann ist auf jeden Fall GG, weil er kann nicht mehr gewinnen und ja,
damit haben wir das Ganze nochmal rausgeholt. War auf jeden Fall ziemlich knapp. Am Anfang habe ich auch echt gedacht, dass ich das verlieren werde, aber hat sich dann doch nochmal zum Guten gewendet. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der Kampf hat auch sehr, sehr lange gedauert, muss man sagen. Da war ich auch ein bisschen hinterher. Ich war so der Letzte in der Runde dann noch, der am Kämpfen war. Und ja, jetzt drückt er nochmal irgendwas Patronenhieb. Ist jetzt auch egal. Ich drücke Voltwechsel, damit Jiri Cat wende. Und damit ist mit der Voltern-Kombo das Match auf jeden Fall gesichert. Gut, gut. Damit war ich dann, meine ich, auch in den Top, warte mal. Ich glaube, Top 8 war das jetzt. Lass mich nicht lügen. Nee, das war Top 6. Nee, genau, das war jetzt Top 16. Das war Top 8. Das war Top 8. Never mind. Ich war in den Top 8 gelandet. Das ist ein Turnier von über 50 Leuten. Also, da war ich schon ziemlich froh, dass ich soweit schon mal gekommen bin. Und, ja, da würde ich mal sagen, betrachten wir dann langsam mal den nächsten Kampf. Übrigens, das Video wird nur ein bisschen dauern. Die nächsten Kämpfe sind, glaube ich, auch gar nicht mehr so lang. Also, das war hier der längste Kampf auf jeden Fall. Und war auf jeden Fall ziemlich spannend. Dann auf jeden Fall GG an Flash. Und kommen dann zu dem Kampf gegen Maike. Maike hat einen Sherox, vermutlich einen, vielleicht einen Mega-Sherox, weil er hat noch ein Meditales, was dann auch Mega-Meditales sein könnte. Dann ein Blitzer, ein Zoroark, was natürlich gefährlich ist, weil ich weiß nicht genau, was das Zoroark ist. Ein Elfhuhn, was natürlich super, so wenn er fehlen könnte, und ein Entei. Gut, in dem Kampf hier habe ich mir gedacht, Mega-Dianzi ist halt nice, weil ich kann das Scissor trappen, ich mache sonst nicht so viel gegen Scissor. Und dann nehmen wir es einfach mal mit. Vielleicht kann ich das irgendwann mit einer HP-Fire abschießen. Das wäre natürlich gut. Mega Dance ist auch noch gut gegen Entei. Ich kann den Hit von Jolteon irgendwann tanken. Ich bin schneller als Zoroark und Mega Mailchimp. Okay, Bullet Punch macht mir dann trotzdem viel Damage. Aber vielleicht kann ich dann irgendwann wechseln und irgendwas. Und ja, sollte Whimsicott nicht Max Speed sein, kann ich dem auf jeden Fall auch viel Damage machen. Und da kann ich mir nicht mit einem Status-Move attackieren. Deswegen habe ich mir gedacht, lead ich damit, kann ein bisschen scalpen, also so machen, was der Gegner so machen möchte. Wenn es ein Zoroark-Lead ist, dann sehe ich das auch direkt, weil ich kann einfach mal protecten und dann passt das doch auch. Danach habe ich mich für Jiraki entschieden, weil ich wollte auf jeden Fall wieder Speed im Kampf haben. Ich hätte auch wieder flinchen können. Und Iron Head ist auf jeden Fall gut gegen Whimsicott und gegen andere Mons. Gegen Jolteon kann ich halt den Zen Headbutt drücken oder Entei. Und dann passt das Ganze. Und als letztes Mon wollte ich halt irgendwas, was das Ganze noch ein bisschen so abdeckt. Und ich habe mir gedacht, Tornadus wäre hier auf jeden Fall gut, weil ich hätte mich zwar für Rotom entscheiden können, aber dann hätte ich wieder Probleme mit Whimsicott ein bisschen gehabt. Und Rotom ist ja langsam und nicht so schnell wie Mega Meditalus und wollte jetzt nichts Langsames haben. Deswegen habe ich mich für Torn entschieden. Hatte noch die Heatwave für Scissor, dann da kann ich auch was dagegen machen. Tankt zwar nicht so viel vor, tankt zwar viel von einem Jolteon, aber ich habe die AV, das heißt, ich tank immer noch was. Bin generell schnell und kann auf jeden Fall Damage machen. Angst hatte ich hier für Entei, aber mit Mega Dance habe ich einfach gehofft, dass das hier so reicht. Und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal in den Kampf. Wir sehen hier, was sie genommen hat. Und ja. Gut, sie hat dann ein Jolteon-Lead. Ich habe mir dann einfach gedacht, okay, drücken wir einfach mal Mega Protect, um zu sehen, ob das ein Zoroark ist und was sie jetzt hier genau geplant hat mit dem Jolteon. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Hit lebe von Jolteon. Ziemlich safe. Also habe ich mir gedacht, okay, Mega Protecten wir erstmal. Gucken, wie gesagt, ob es jetzt ein Zoroark ist oder ein Jolteon. Und ja, okay, bei Zoroark wäre sie vermutlich direkt ausgewechselt, aber das passt schon. Gut, jetzt kommt erstmal die Mega und Protect. Wäre jetzt natürlich Workup Jolteon gewesen, dann aber wir hätten auf jeden Fall immer noch getankt, also passt das Ganze. Und ich habe mir jetzt halt gedacht, okay, drücken wir HP Fire, weil wenn sie Scissor dabei hat, wird sie jetzt ins Scissor wechseln, also meine Gegnerin, aber sie crittet. Und damit war Mega Dianzi down. Ja, das war schon mal ein guter Start. Einmal down und nichts ist groß passiert. Ich weiß nur, dass sie Jolteon dabei hat und das ist natürlich ein kleines Problem. Jetzt kommt Elfhuhn in den Kampf und ja gut, was macht Elfhuhn? Was mache ich gegen Elfhuhn? Ich habe mich dann jetzt für Tornadus entschieden, weil Torn ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich kann Hurricane einsetzen und eine Menge Schaden machen. Aber ich habe mich hier für Sylve entschieden, weil ich wollte einfach Save and Damage machen. Und falls sie jetzt halt in ihr Jolteon wechselt, dann passt es auch. Aber es ist tatsächlich Zoroark und ja, es könnte natürlich gefährlich werden. Aber sie entscheidet sich für den Renngeschmied. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, ja, danke. Du schenkst mir quasi dieses eine Mon hier. Ich kann jetzt Catwinder einsetzen, ist einfach ziemlich safe. Das kann ich missen. Und das Zoroark geht down. Und damit ist Edis Geyser, ja, Razor, down. Und Razor war ja gar nicht da. Das ist voll schade. Aber gut. Und jetzt steht es 2-2. Und ja, ich muss leider mein letztes Mon revealen. Aber ich weiß auch ihre Mons, weil Zoroark sich als Razor Disguise hat, weiß ich, dass ihr letztes Mon Elfhuhn ist, wie wir auch sehen. Und ich kann hier einfach Eisen Shell drücken, was nice ist. Wenn sie halt einen Jolteon wechselt, kann ich das wegflinchen und damit bin ich mit Jiraki tatsächlich ziemlich gut dran. Plötzlich in einer ziemlich guten Lage. Und ich drücke einfach mal Iron Head, um mal einfach ein bisschen Damage zu machen. Und ja, sie besiedelt mich, was natürlich doof ist. Aber ich mache mit Eisen Shell dafür einfach eine Menge Schaden, was gut ist und dafür freue ich mich doch.
Gut, jetzt kriegt sie natürlich Leech-Seed-Schaden, was natürlich wieder blöd ist, weil sie kriegt dann Recovery, aber damit muss man eben leben und ja, jetzt die Frage, was macht sie? Ich habe mir jetzt gedacht, sie wechselt in Jolteon und ich mache nicht so viel Schaden. Und sie kriegt dann wieder Leech-Recovery und das ist nervig, also wechsle ich in Tornadus, aber sie hat tatsächlich Schutzschild und ja, ich habe mir gedacht, oh, okay. Und jetzt war halt die Sache, was wechselt sie? Wechselt sie jetzt in Jolteon oder bleibt sie einfach drin und jetzt kommt halt Schutzschild? Ich setze erstmal die Hitzewelle ein, weil ich habe in der Hitzewelle einfach nicht viel zu verlieren. Die Sache ist, ich habe mir schon gedacht, durch den Schaden von Jolteon, da haben auch kein Leben und so weiter gesehen, auch wenn es ein Crit war, dass es vermutlich Specs ist und das wollte ich weghaben, weil Tornadus lebt es halt nicht so. Deswegen habe ich mich hier, meine ich, für den Knock-Off-Play sogar entschieden, damit der Specs weg ist und damit das Jolteon mein Tornadus mit Specs T-Word nicht killen könnte. Also kommt hier dann der Knock-Off, weil der Wechsel halt ziemlich obvious war und damit ist das Wahlglas von Jolteon auf jeden Fall weg, was natürlich wunderbar ist für mich. Ich kann jetzt einfach die Kehrtwende einsetzen, weil das ist eigentlich ziemlich safe. Ich mache ziemlich guten Damage und er kann dann mit Giachi einfach mit einer weiteren Kehrtwende das, ja, das Jolteon ausnocken. Und dann sollte ich mit Tornadus einfach safe gewinnen. Setzen wir die Kehrtwende ein, machen noch ein bisschen Schaden und damit sollte mit der doppelten Kehrtwende kommen und das ganze Match tatsächlich gesichert sein, was doch ziemlich nice ist. Da habe ich mich auch gefreut, weil, wenn wir das im Match gewinnen, kommen wir tatsächlich in die Top 4. Ja gut, hier schaue ich mich jetzt für den Einzel, ich bin ein bisschen greedy, aber egal, das Jolteon stirbt trotzdem, also... Was nicht greedy ist, hat einfach nur funktioniert. Ja, hätte einfach Catwende drücken können, aber wie gesagt, hat geklappt. Und T-Bolt hätte mich eh nicht ausgenommen. Das Einzige, was genervt hätte, wäre halt T-Bolt Para, aber dann hätte sie auch noch meinen Tornadus T-Bolt Paran müssen. Und ja, das wäre nicht passiert. Also hätte passieren können, aber egal, ich habe Jolteon eh gekillt, also never mind. Und damit geht dann auch das Elfun weg, also Problem gelöst. Interessant, dass hier Elfun und Razor in einem Team sind, was ich halt nicht verstehe, aber das ist was anderes. Damit wäre dann der Top 8 Kampf gewonnen. Und ja, damit war schon das Halbfinale dran. Und wir kämpfen gegen Regen. Ja, es ist ein ganz normales Regenteam mit Politoed. Hat Thundurus dabei, was interessant ist. Er zählt vermutlich so als Offensive, einfach so Stealth Rocks Explosion Lead. Mega Swampert, Rotombosch und Breloom. Und hier hatte ich natürlich ein bisschen Angst, weil Regen ist ein Problem. Und da habe ich mir gesehen. Aber ich habe Rotom und Rotom wollte eigentlich Mega Swampert ziemlich gut. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist auf jeden Fall dabei. Dann habe ich aber so gesehen, okay, Bloom ist ein Problem, Thundurus ist da ein Problem. Ja, Self ist eigentlich auch ein Problem. Und ich habe mir gedacht, okay, gegen Bloom und Self kann ich auf jeden Fall mit Tornadus mitbringen. Auch wenn er sein Rotom mit dem kann ich jetzt auf jeden Fall knock-offen und mit Rotom wieder burnen. Die schöne Kombination. Und ja, sonst war natürlich immer noch Thundurus ein Problem, aber na gut, dann muss ich eben dealen. Ich habe mich als letztes Mal noch für Giachi entschieden, weil ich wollte einfach eine schnelle Antwort gegen so Mons wie, ja, Thundurus haben. Kann ich einfach mit dem Zen Headbutt ein bisschen Schaden machen. Kann auch U-Turn, kann seine Mons flinchen zur Not und ja, deswegen dachte ich mir, Giachi ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weil da habe ich auf jeden Fall Speed. Ich hätte mich auf Toxicroak entscheiden können, das wäre eine interessante Idee gewesen, aber ich wollte was Schnelleres als Thundurus haben. Deswegen war das dabei, Mega DRC ist im Regen halt einfach keine gute Wahl, deswegen ist diese Auswahl dabei, Tornadus T dann als Lead, falls er mit der Self leadet und das ist auch passiert. Also schauen wir einfach mal, was passiert ist und selbst wenn er mit Politoed geleadet hätte, hätte ich einfach direkt einen Hurricane abfeuern können. Ist im, Tornadus T ist natürlich im Regen perfekt und ja, jetzt kann ich einfach mal knock-offen, weil er leadet mit Self und ja, da kann man halt nicht so viel machen. Er könnte sich Boom, können wir viel Damage machen, aber das wird vermutlich nicht passieren. Übrigens, ich habe gerade KP-Anzahl, weil ich das Team einfach direkt mit Level 100er Mods kopiert habe. Haut mich nicht und ja, der Fokuskult ist weg. Tarnsteine kommen, aber das selbe ist quasi fast down, was natürlich ziemlich nice ist. Ich kann einfach Double Knock offen, weil ich knock ihn auf jeden Fall safe aus. Und er wechselt jetzt straight in Politoed, was natürlich nice ist. Weil er kann ich direkt erstmal die Rain Turns eliminieren, falls er irgendwann nochmal gerade reinwechselt, weil... also nicht eliminieren, aber zumindest kürzer machen, denn er hat jetzt keine 8 Runden mehr. Er hat 5 Runden, falls er nochmal den Rain resetten sollte. Okay, bei 3 Mons wird das vermutlich nicht oft passieren. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall den Free Hurricane und das ist doch auch nicht schlecht. Und er kann immer treffen natürlich im Regen, also setzen wir den direkt mal ein und machen viel Schaden. Hier sehen wir auch, dass der Orkan vermutlich das Politoed tooten wird, was natürlich perfekt ist. Und ja, falls er jetzt als ein Raymond tatsächlich noch Mega Swampert dabei hat, dann muss ich sagen, ist das Matchup für uns sogar ziemlich gut. Das Politoed geht down und... ja, hat er jetzt ein Mega Swampert, dann ja, würde ich sagen, passt das Ganze doch. Und er hat Mega Swampert. Ich habe mir jetzt halt gedacht, ich möchte halt nicht, dass Rotom einen freien Waterfall tankt. Der wird vermutlich jetzt eher erstmal protecten, um die Mega rauszubekommen. Also wechseln wir einfach straight in Rotom auf den Protect, damit wir nichts riskieren müssen. Und wie wir sehen, er megert sich auch direkt. Und ja, was passiert? Greift die direkt an, drückt Protect. Und weil ich meine, wären wir drin geblieben, dann hätten wir eh einen Waterfall danach tanken müssen. Also... hat der Player nichts geändert und er drückt Protect, also haben wir tatsächlich hier einfach Rotom safe reinbekommen.
Was natürlich perfekt ist, weil wir können einfach eine Willow abfeuern. Und das, ja, kostet uns halt nichts. Er kann uns halt nichts machen. Sein bester Play wäre, glaube ich, so Superpower. Oder halt Kaskade Flinch. Und er setzt Kaskade ein. Mal sehen, wie viel das so im Regen macht. Macht etwas, aber nicht genug. Und wir kommen mit dem Irrlicht durch und verbrennen das Mega Swampert. Und das ist klasse, weil wir können jetzt einfach Hydro einsetzen. Er kann mir nicht mehr so viel machen. Und ja, sieht doch ziemlich gut für uns aus. Ja, und ich muss sagen, das ist halt ein bisschen doof für ihn. Also das Matchup, natürlich Regen, ist immer so eine Sache. Wenn du halt ein gutes Matchup hast, dann kannst du das ganze Match ziemlich, ziemlich gut gewinnen. Aber wenn es nicht so ist, dann hast du ein Problem. Er wechselt natürlich jetzt in sein Self. Wir versuchen halt irgendwie noch, dass die halt ein paar Mist oder so. Aber das tut sie nicht. Und das halt dann nochmal angreifen können. Aber ich werde dann halt direkt in Tornadus gewechselt. Und ja, damit ist das Match eigentlich schon fast gewonnen. Weil der Regen wird irgendwann weg sein. Und Rotom kann halt nicht besiegen mit einem geburnten Mega Swampert. Und ja, damit warten wir jetzt einfach eigentlich nur noch, bis das Swampert weg ist. Ich setze jetzt einfach nochmal Hydro Pump ein. Im Regen macht es natürlich auch nochmal einen immensen Schaden. Und anscheinend ist die Aufnahme hier kaputt. Ich weiß nicht warum. Ich wundere mich gerade, es hat einfach aufgehört. Aber ihr könnt euch denken, was passiert ist. Er hat mich angegriffen. Ich habe Hydro Pump eingesetzt und er ist dann irgendwann gestorben. Gut, kommen wir dann zum letzten Kampf. Und ich war dann im Finale. Und es ging gegen den Captain Cringe. Oh, den kennt man ja vielleicht aus der DPL, also vom Erfolgsformat wie DPL und GPL. Ja, bisher habe ich immer gegen ihn gewonnen und mal sehen, was jetzt so passieren wird. Er hat ein Team von Mew, was ich nicht gedacht hätte, dass das dabei hat, weil das passt überhaupt nicht in sein Ziel, aber der Rest auch nicht von seinem Team, bis halt auf das Xerox und das Azumarill. Was der nächste Mal ist, Azumarill, was auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich ist gegen mein Team, weil ich habe keinen Ton switchen. Toxicroak ist vielleicht eine Antwort, aber auch nur, wenn ich einen Fehlmove einsetze, da hatte ich halt so Angst vor. Superior, was sehr, sehr gefährlich sein kann, besonders wenn ich halt Torn nicht behalte und nicht dabei habe, dann kann er damit mich einfach sweepen. Dann Talonflame ist nicht so ein Problem, weil ich habe halt Mega Dianzi und meinen Rotom. Dragoran kann sehr, sehr gefährlich sein. Das hat er auch ausgetauscht. Der hatte vorher was anderes. Ich weiß nicht genau, was es war, aber vom Kampf hat er, also ich habe den Finalkampf ein bisschen gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er Talonflame hatte. Ich habe nämlich nicht viel zugesehen, weil ich fand es dann auch unfair, wenn ich einen Teil von seinem Team weiß, er nichts von mir. Aber gut, er hat sich dann trotzdem entschieden, noch was auszutauschen. Er hat halt jetzt Dragoran dabei. Und, na gut, das könnte natürlich gefährlich werden, wenn er einen DD bekommt. Dann habe ich auf jeden Fall Angst, wenn er DD Drachenklaue und EQ ist, wenn er mal Rotom angechippt hat. Und dann setzt letzte Mal das Mega Xerox. Und das kann natürlich auch gefährlich sein, aber ich kann das Ding natürlich nur mit der HP feiern. Ich habe mich dann für ein Team von Mega Dianzi entschieden, weil Mega Dianzi natürlich nochmal ziemlich nicer Lure ist. Und es ist auch ziemlich nice, weil sie jetzt zum Beispiel Will-O-Wisp Knock auf Mew hat. Dann kann ich nämlich einfach, ihn wegbouncen, kann man nicht viel machen. Er kann mich zwar burnen mit Synchronize, aber dann ist er auch ziemlich weak. Dann kann ich einfach zweimal Moonblasten und dann ist er weg. Das ist immer ziemlich nice gegen Talonflame und halt Mega Scissor kann die HP fallen, wenn er Steed oder so und dann passt das Ganze. Tornadus wollte ich eigentlich dabei haben, einfach weil es halt super, super nice gegen Superior ist. Sonst macht es auch einen guten Job gegen die anderen Mons. Ist jetzt nicht spektakulär, aber es macht auf jeden Fall was, was gut ist. Und dann habe ich Rotom mitgenommen, weil ich hatte halt echt Angst vor Azumarill und ja, das braucht ich auf jeden Fall nochmal was gegen Dragoran, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, weil deswegen kann ich dann burnen und ja, dann habe ich auch nochmal was gegen Talonflame und halt Mega Scissor, was auch nicht schlecht ist, weil dann kann ich dann burnen. Und ich habe mich für Mega Dianzi entschieden, einfach mal zu gucken, was passiert. Vielleicht wäre auch Rotom Lead im Nachhinein, glaube ich, sogar besser, aber ich hatte halt Angst vor einem Lead Mew und das hätte halt nervt werden können, wenn es meine Items knock off oder was burnt oder so. Deswegen wollte ich die Mega so schnell wie möglich. Also habe ich mich dafür entschieden und ja, wir haben ein Mega Dianzi Lead gegen ein Azumarill, die wir gleich sehen werden. Elite mit Azumarill und das ist natürlich doof, weil Azumarill ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr blöd für mich. Ich habe es einfach gehofft, dass er Wahlband ist und deswegen habe ich einfach mal mega protected und mal gesehen, was er macht. Wäre Belly Drum gewesen, hätte ich jetzt ein Problem gewesen. Aber die Sache ist, er kann nicht Belly Drum, weil er weiß ja nicht, ob ich Toxicroak dabei habe. Und das ist natürlich prima. Also habe ich jetzt erstmal mega protected und einfach mal gesehen, was macht er denn jetzt genau. Und er hat jetzt die Kaskade gedrückt. Das war natürlich sein guter Play. Und deshalb habe ich einfach gehofft, okay, wenn du Playoff drückst, bitte geh daneben. Weil das wäre sehr, 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 so, sehr doof für mich. Also gehe ich in Rotom und er drückt Kaskade und ja, das passt auf jeden Fall. Weil die Sache ist, Rotom drückt natürlich die Kaskade. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, er hat vermutlich Superior dabei oder so. Wechseln wir mal aus, drücken wir mal Voltex, weil die Sache ist ja, wir tanken, er wird ja nicht drin bleiben und das Ding burnen lassen. Er bleibt drin und tankt den Voltwechsel. Und dann dachte ich mir so, oh, scheiße. Und weil die Sache ist halt jetzt werde ich vermutlich einen Klotter fressen müssen, weil wir sehen auch Herzi Citrus Bär, das ist vermutlich ein Belly Drum Set und ja, jetzt haben wir eine Menge Probleme. Und das ist halt die Sache, was wechsle ich jetzt rein, was mache ich? Und ich habe mich jetzt für Tornadus entschieden, weil ich habe mir gedacht, okay, einen tankst du doch. Du bist zwar jetzt nicht wirklich in defensiv ausgelegt oder so, aber es ist nur ein Azumarill, ist jetzt nicht Wahlband und ja, er crittet,
Einen tanken wir tatsächlich, aber müssen wir direkt wieder raus, weil Tornadus ist jetzt nicht gerade in einem guten Stadium, um es mal so zu sagen. Und wir gehen wieder in Rotom und er setzt tatsächlich die Wasserdüse ein. Da habe ich mich so gefreut, weil das wäre dumm gewesen, wäre es nicht gewesen, hätte er sich Knuddel gedrückt. Aber er hätte vermutlich auch Angst, dass wir Live-Up werden, dafür ausgenockt hätten. Deswegen war Wasserdüse hier sein Plan. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, er hat schon einmal gemacht. Er wird nicht drin bleiben, aber jetzt getan. Sagen wir so, ich habe zu Gott gebetet, dass genau dieses hier passiert. Ich habe laut gesagt, Crit. Und es ist passiert. Und gegen den Crit-Meister, da freut man sich doch. Und da habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, als ich Cringe gecritet habe. Ist natürlich unfair, aber ich gehe jetzt in Torn auf jeden Fall, um mein Dings. Um meinen Regenerator zu bekommen. Ich muss sagen, der Play war gut von ihm. Also mein Play wäre dann gewesen, mein Dianzi-Second. Wir werden nachher nochmal kurz diskutieren, ob das was geändert hätte, der Crit, wenn ich das richtig angestellt habe. Ich kenne es ja, wie wir safe im Rotom gehen. Er drückt einen Drachentanz, das ist natürlich ziemlich, ziemlich gut auf seiner Seite. Und jetzt kann ich ihn aber zum Glück burnen, was natürlich nice ist für ihn. Ich habe ihn mit der Yuton auch noch von der Multiscale weggebracht. Und ich natürlich jetzt Angst, hatte jetzt hier die Lumberry oder so. Und dann wäre eine Outreach natürlich ziemlich, ziemlich gut gegen mich. Aber er wechselt sich aus und wechselt in sein Superior. Und ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, weil ihr könnt jetzt natürlich gelernt oder so, es Örlich kommt, er misst natürlich, was natürlich schade ist. Weil hätte ich vermutlich irgendwann mit zwei Burn-Schaden irgendwie mit der Heatwave ausnehmen können, aber jetzt muss ich mich gleich vermutlich auf den Orkan verlassen. Das ist natürlich doof, aber ich gehe natürlich direkt in meinen Tornadus Tiefe. Selbst wenn er gelehrt, bin ich halt immer noch ein Check dagegen, also passt das Ganze. Und setzt Blättersturm ein und das wird natürlich jetzt soliden Schaden machen, jetzt hängt es halt davon ab. Wenn ich den Orkan nicht treffe, kann mich das Superior vielleicht sweepen. Wir sehen nämlich hier auch S-Choice gab. Und wenn er jetzt tatsächlich den Mist bekommt, dann ist das Game vorbei. Cringe hat gewonnen und ich kann nichts mehr machen, außer er misst nochmal den Leafstorm. Aber wir treffen. Und jetzt kommt die Frage, ist er Sash, ist er nicht Sash? Und wir knocken das Superior einfach aus. Ich habe mich so gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zwei Mons waren down, er hat nur noch Dragoran. Und Dragoran können wir eigentlich besiegen mit unserem Rotom. Jetzt halt die Sache. Ich brauche mein Tornadus nicht mehr, ich kann jetzt einfach Catwind, wenn der E-Speed ansetzt, ist gut für mich, weil dann ist mein Tornadus weg, das ist okay. Catwind, wie ich mold jetzt auch nicht riskieren, dass ich Setup, ich habe keine HP Eis und Orkan wäre einfach verschwendet. Also gehe ich jetzt einfach in meinen Rotom, versuche jetzt den Burn zu bekommen, setze ich die Drachenklaue ein. Wäre vielleicht mein Play gewesen, in die Dianzi zu gehen, aber ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er den Dragon jetzt einsetzt, weil eigentlich meiner Meinung nach wäre es der beste Play gewesen, aber... Das passt schon, ich setze einfach die Willows ein, setzt Rangtau ein. Wir sehen auch, dass er nicht Wutanfall ist, das passt auf jeden Fall. Wäre Wutanfall gewesen, wäre Rotom auch tatsächlich sogar mal ein bisschen Play gewesen, weil er hätte sich dann irgendwann gegen Rotom in den Wutanfall locken können. Dann hätten wir in Mega Dianzi gehen können und hoffen, dass er halt die Free-Turn bekommt oder er knockt einfach mal Rotom aus. Dann hat er die Two-Turn und dann hätten wir ihn einfach mit dem Moogblast ausnocken können. Und ja, damit können wir das Trauern auf jeden Fall so besiegen. Ich drücke jetzt auf jeden Fall Voltwechsel, weil ich habe jetzt nichts zu verlieren und ja. Damit gewinnen wir dann tatsächlich sogar so gegen das Dragoran. Setzen wir jetzt Voltwechsel ein gegen Mega Dianzi, weil das brauchen wir halt nicht. Und er muss es halt attacken und dann kriege ich nochmal Burn Damage und kann sich nicht weiter boosten. Und dann passt das Ganze tatsächlich. Gehen wir jetzt in Dianzi und jetzt finden wir tatsächlich was Interessantes raus. Er hat tatsächlich, nämlich nach dem Burn-Schaden nicht das Erdbeben. Er kann mich nicht treffen. Er hat vermutlich Drachenmove, E-Speed und Feuerschlag und Dragon Dance und ja... Vielleicht nochmal Roost, aber hier haben wir ihn gebirrt und ja, Moonblast und dann Dragonite ist weg. Das heißt, tatsächlich haben wir Mega Dianzi gar nicht gebraucht. Und deswegen würde ich sagen, der Crit hat auch nicht unbedingt gemattert, weil hätten wir tatsächlich einfach den Wechsel in Mega Dianzi gewagt, als wir dann das als wir das zweite Mal Voltix eingesetzt haben, dann hätten wir mit Rotom tatsächlich das Dragon noch besiegen können. Vielleicht sogar noch was mit Tornadus getankt, nachdem wir mit Regenerator nochmal reingekommen wären. Und dann hätten wir tatsächlich das Ganze sogar nochmal so gewonnen. Wäre natürlich etwas knapper gewesen, aber ich glaube, der Crit hat tatsächlich nicht gemeldet. Er hätte vielleicht natürlich nochmal anders spielen können, aber es hätte vielleicht sogar so funktioniert. Und das ist dann das Wichtige. Ich weiß nicht, warum er Playoff nie gedrückt hat, aber das ist natürlich was anderes. Und ja, damit haben wir das Ganze tatsächlich gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass das Ganze so passiert ist. War für ein lustiges Turnier. Hab ein paar ziemlich gute Kämpfe gehabt eigentlich. War mal interessant, 3 gegen 3 zu spielen, habe ich ja bisher noch nie gespielt und ja, ich bin froh, dass ich gegen Cringe gewonnen habe, da haben mich ein paar auch gratuliert, einfach, dass ich gegen Cringe gewonnen habe, das fanden die ziemlich gut, dass Cringe nicht erste war und ja, ich habe noch was weiteres bekommen, ich habe nämlich noch so ein paar Pokémon-Karten bekommen und mir wurde gesagt, hey Bene, mach mal ein Pack-Opening, ich habe zwar keine gute Kamera dafür, aber ich werde herausfinden, wie das Ganze funktioniert,
Ich habe keine Ahnung von Pokémon-Karten. Aber es wird das Ganze doch bestimmt lustig machen und ja, das wird dann auch in die Zukunft kommen. Deswegen auch dieses Video und ich wollte einfach mal zeigen, was so passiert ist. Und ja, das war, war dann das Gamescom-Turnier. War interessant auf jeden Fall und ich verabschiede mich dann mal. Hab dann gewonnen, ich freue mich und ja. Könnt mich dann in den Kommentaren beglückwünschen, wenn ihr wollt. Und auch sagen, was ihr so von den Kämpfen fandet. Ich verabschiede mich, bis dann und ciao.